Aufregung um Dirk Bach, Kontroverse um seine Gedenkstätte auf dem Melatenfriedhof. Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute haben wir eine bewegende Geschichte für euch, die euch sicherlich fesseln wird. Wer erinnert sich nicht an den charmanten Dirk Bach, 51, der uns mit seiner Moderation im Dschungelcamp begeistert hat? Doch haltet euch fest, denn es gibt Neuigkeiten, die für Aufsehen sorgen. Am 1. Oktober 2012 erreichte uns eine traurige Nachricht über den Verlust des beliebten Paradiesvogels Dirk Bach, der aufgrund eines Herzleidens verstarb. Doch trotz seines Abschieds bleibt er in unseren Herzen und auch bei seinen Kollegen unvergessen. Hella von Sinnen, 64, hat sogar eine rosafarbene Parkbank an seinem Grab errichtet, als herzliche Geste der Erinnerung. Doch jetzt kommt die überraschende Wendung: die rosafarbene Parkbank, die so viel Emotionen und Erinnerungen trägt, soll entfernt werden. Was steckt dahinter? Der Kölner Stadtanzeiger hat berichtet, dass die Anzahl der Parkbänke auf dem Melatenfriedhof enorm hoch ist. Deshalb soll bis zum 8. September eine Aufräumaktion stattfinden. Dies betrifft auch die besondere rosafarbene Bank vor Dirk Bachs Gedenkstätte, die von Hella von Sinnen liebevoll platziert wurde. Die Stadt erklärt, grundsätzlich ist es nicht gestattet, eine private Bank auf dem Friedhof außerhalb einer Grabstätte aufzustellen. Dies beeinträchtigt zunehmend nicht nur die erforderlichen Grünpflegearbeiten, sondern auch das Erscheinungsbild des denkmalgeschützten Friedhofs. Hinzu kommt, dass die Verkehrssicherheit gefährdet sein könnte. Doch jetzt mal ehrlich, liebe Freunde, sind wir wirklich bereit, uns von dieser liebevollen Erinnerung zu trennen? Die Kölner sind sich da einig. Die Mails beschäftigen sich ausnahmslos kritisch bis empört mit der städtischen Abräumaktion, betont Bernd Woidke vom Förderverein Melaten. Eine Nachricht soll sogar gesagt haben: ich würde ja noch verstehen, wenn verrottete Bänke weggeräumt werden sollen. Aber so eine Idee ist doch absurd. Lasst uns gemeinsam darüber diskutieren, was in solchen Situationen angemessen ist und wie Erinnerungen bewahrt werden können. Lasst uns Dirk Bachs Vermächtnis ehren und zugleich die Bedenken der Stadt verstehen. Was denkt ihr über diese kontroverse Entscheidung? Hinterlasst eure Meinungen in den Kommentaren und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um über spannende Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben. Bis zum nächsten Mal!